Hallo und herzlich willkommen zusammen in einem weiteren Video. Heute mit dem Spiel Trader Life Simulator 2. Man sieht schon, ich glaube vom letzten Spiel oder sowas, der Aufbau vom Menü, ne? Außer dass jetzt neu ist, die Figur an der Seite, sieht wohl nach einer hochwertigen Grafik aus. So wird wahrscheinlich das Spiel sein. Ja, wie gesagt, das Menü ist dasselbe und auch erstaunlicherweise die Einstellung, die ich bei dem anderen Spiel gemacht habe, wurde erstaunlicherweise hier übernommen. Ja, ist schon krass, wenn man immer denselben Launcher benutzt und einfach nur, sage ich mal, die Spielelemente ändert. Und ja, aber ist halt so. Ich meine, wenn das Gameplay gut ist, warum nicht? Gut, wir starten direkt rein, es ist alles eingestellt. Auch hier wieder derselbe Aufbau und ja, wir gucken einfach, was uns hier erwartet. Bin schon drin? Ja, ich bin sogar schon drin. Okay. Ich starte in einen leeren Raum. Oha. Das bedeutet, wir müssen einrichten. Später. Oha. Old Bed 1. Okay, alles quietscht. Alles klar, wir haben viel, viel Platz zum Einrichten. Okay, first of all, get in your car. Gut, das ist immer gut. All das muss ich lassen, das macht er sehr gut. Der Spieleentwickler, der tut hier wirklich die Leute ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, mach das, mach das, mach das. Und dann weiß doch Bescheid. Oh, was ist das? Ist das ein Parkplatz? Ah, hier kann ich bestimmt noch was hinstellen, oder? Garage oder sowas? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Sieht ganz freundlich aus. Top. So, okay. Was brauche ich? Horn? Endlich gibt es mal eine Hupe in dem Spiel. Mensch. Super. Handbreak. 1 bis 5 Open Doors. Das ist ja cool. Das ist gut gemacht. Okay. Press M to open your map and find your shop. Okay, oha, hier ist ja wieder ganz schön viel. Okay. Car Shop, wo bin ich denn? Hier ist mein Haus. Okay, hier bin ich. Da ist die Polizei. Da ist die Klinik. Bank Store, hier ist mein Shop. Trapper Shop, Farm. Okay. Hier ist mein Store, also eigentlich nur geradeaus fahren. Gut. Okay, wir fahren einfach nur geradeaus. Ich brauche Gas, ich brauche Öl. Menschen sind die auch, okay. So, wo ist mein Job? Hier ist eine Bäckerei. Aha. Okay, Shop, da ist mein Shop. Oha, macht ihr da? Hüpft ihr aufeinander? Auch nicht schlecht. Take the shelf in front of the shop door. Okay. Alles klar. Sieht schon mal ein bisschen gut, sieht gut aus. Was ist das hier? Car Rental. Aha. Okay. Das ist aber nicht eingezeichnet, oder? Car Rental? Eigentlich ist hier der Car Shop. Hm. Der wird aber nicht angezeigt. Rent for one day, $150. Okay. Alles klar. So, for sale. Ein Haus? Ich kann auch noch ein Haus kaufen. Used for the tour? Nee. Das ist ja cool. Wenn ich sogar noch ein Haus in der Nähe kaufen kann, das ist ja cool. Was kostet der Spaß? Intact? You don't own this house. Okay, na wie auch nicht das denn? Hm, egal. Vielleicht kommt später noch. So, aber das ist ja cool gemacht.
Das ist, was ich meinte, so mit den anderen Spielen, dass man so ein bisschen noch Interaktion hier fördert, ne? Bisschen mal mehr machen kann auf der Map, außer nur, dass sie halt da ist. Hallo. Es scheinen auch mal andere Menschen zu sein. Ist auch gut, so. Das ist mein Markt. Okay, take the shelf in front of the shop door by pressing T on it and place inside the shop. Okay, pick up. Und open the shop. Cool. Hallo. Du wartest schon schön. Ja, du seid war auf mich hier. Okay. So. Gut. Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack. Take the box. Okay. Und jetzt? Was habe ich denn jetzt hier, ey? Irgendein Haar hier. Da. So. Take the box and place it inside the shop. Okay. Habe ich. Take a product. Ah, bei F. Okay. Schön einräumen. Wie ich es gehört, ne? So, was auch immer das ist. Das ist cool, to open your tablet. Oh, okay. Cool. Player-Status, Leben, Essen, Trinken, Blätter, Dirtiness. Okay, ich muss jetzt auch noch duschen. Okay. Toilette muss ich gehen. Gut. You can heal yourself by going to the pharmacy. Okay. Aha. Okay. Also ich muss essen, ja? Wenn hier mein Essen unter 25% ist, dann geht mein Leben runter. Wahrscheinlich sterbe ich dann auch und muss wahrscheinlich auch sehr hohe Kosten bezahlen. Gehe ich davon aus. Ja. Shop-Upgrades, okay. Das ist gut. Kann man auch machen. Das, bei New House. 100.000. Das geht. Shop-Rating, okay. Verstehe. How to play. Okay, ja, das brauchen wir nicht. Flashlight. Habe ich doch auf L auch. Ah, cool. Okay. Oh, mein erster Customer. Ja. Der hat nicht das gehabt, was er wollte. Okay. Schade. Was für die Hocker hier? Kann ich mitnehmen? Okay, Tür. Oh, hier ist ja noch mehr. Das ist bestimmt das Lager. Ja. Hier ist das Lager. Alles klar. Also der, der will auch nicht das. Ich glaube, wir sollten mal hier die ganzen Dinger auspacken. Damit ihr was einkaufen könnt. Sonst kriegen wir nämlich keinen Money. So, zack. So, Frying Öl. Okay. Huch. Oh, da, mein erster Verkauf. Yay. Schön. Ah, jetzt kommen so langsam Kunden. Jawohl. Ach, die kennen wir doch, die Kekse. Bei diesem Rechenspiel. Da sind Chips. Okay, also in so Kartons sind immer 5 Stück drin. Gut, so, jetzt haben wir so erstmal den Startschuss gemacht. Gut, Kuh, guck mal weiter.
Schlechtheit Stuff, okay. Training a worker will increase his work speed and daily salary. It will also increase customers' walking speed. Mhm. Walker Training. Okay. Also ich kann Arbeiter anstellen. Das ist ja cool. Today's Sales, okay. Oh, das ist aber teuer. 20. App Store. Notes App Use, Notes by Shop Management App makes you able to manage your Shop Auto Opening. Das muss ich auch noch alles bezahlen. Okay. Taxi App. Vehicles App. Bank App. Deals App. Aha. Shop Sign App. Für 1000. Delivery App makes you able to order goods to be delivered to your shop. Okay. Also, das muss ich alles erstmal freischalten. Ich muss sozusagen erstmal alles, ich muss alles kaufen. Okay. Krass. Complaints. Customer complaint about the following products being missing. Chili. Leek. Vanilla Ice Cream. Chocolate Coffee. Gum. Okay. Gut. Aber hier ist schon wieder diese blöden Bank und Credits und sowas alles. Wieso kann ich das nicht mit einer Währung machen? Das ist... Das finde ich wieder ein bisschen umständlich. Oh Gott. Hotdog Grill. Newspaper. Mhm. Gut, wie viel Geld haben wir da? 440. Das heißt, wir kaufen uns mal so einen Leiter. Dann hätte ich Bankcard. Muss ich alles mit der Bankkarte machen. Was macht ihr denn da? Ihr hüpft euch gegenseitig an, okay. Die Bank, die muss ja wohl auch jetzt hier irgendwo sein. Eigentlich. Da? Ist das große Gebäude da, oder was? So. Da ist die Bakery, also gucke ich jetzt nach da, also nach links. So. Ja, kann ja nur das Riesending hier sein. Gehen wir mal zur Bank. Und gucken wir mal, dass wir uns eine Karte öffnen können. Und dann kaufen wir uns schon mal so einen Zeitungsstand. Also so einen Feuerzeugstand. Und ich hoffe ja mal, dass die alle sozusagen nicht nachgefüllt werden müssen. Hallo, Herr Officer. Oh, die sind zwei da. Drei. Okay. Bank Account. Verschiedene Leute mal da, cool. Request Bank Card. Okay. Gut. Aha, ich habe doch sogar schon eine Bankkarte. Okay, ich habe doch sogar schon eine Bankkarte. Alles Gute ist, kann das von... Ah, ich brauche 75. Ups. 75 brauche ich. Dann machen wir mal 75. Ich muss immer erst umwandeln, ne? Erst auf die Bank. Dann auf die Karte. Okay, so, jetzt kann ich das kaufen. Shop Upgrades. Shop Display, dann für Bankcard, go to the bank and get one. Hä? Habe ich doch. Doch nicht. Okay, request. Jetzt habe ich. Jetzt müsst ihr es haben. So, habe ich es jetzt endlich? Kann ich es kaufen? Ja, gut. Okay, gut. Leiter Display haben wir zuerst gekauft. Wunderbar. Stuff Walker Training machen wir noch nicht. Daily Worker Salary ist $100. Das heißt, sie muss bestimmt 100 auf der Bank haben. Das heißt, sie müssen noch mal mehr haben auf der Bank. So. Gut, das heißt, jetzt kann ich für 250 erstmal was kaufen gehen. So. Genau, wir gehen erstmal zum Auto und kaufen dann sozusagen Sachen. Weil liefern können wir ja nicht. Müssen wir erst 5000 verdienen.
habe mal sowas Ähnliches gespielt. Das war, glaube ich, auch der erste Teil. Ich weiß es nicht. Da konntest du gleich direkt von Anfang an bestellen. Hast natürlich Steuern bezahlen müssen. Ne? Liefersteuer und sowas alles. Aber ansonsten war das eigentlich recht gut. So. Wie sieht's hier aus? Ah, hier sind Feuerzeuge. Okay. Gut. Scheint wohl zu boomen, das Geschäft. So, was hier? Chili, okay. Das gucken wir mal, wie viel das kostet. Sales. Okay. Das sieht gut aus. Mensch, die kaufen mir ja alles weg. So, guck. Car Rental, na, ich denke mal, so viel werde ich das nicht. Werde ich nicht brauchen. Wir gucken jetzt einfach mal, wo kann ich hin? Meat Factory, Bakery. Tronics hier, Supermarkt. Chepper Shop. Gut, wir gehen also zum Chepper Shop. Das ist hier die Straße hoch. Okay. Auf geht's. Oh, Zug. Hoffentlich kommt da kein Zug. So, sind wir schon richtig? Ne, hier ist Mechaniker. Okay. Tankstelle. Oha, 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 Alter. Was ist hier los? Ganz schön rutschig auf der Straße. Elektronikshop. Chepper Shop. So. Guck mal, was der alles hat, ne? Jetzt ist ein Fussel hier. Schlimm. So, was ist das hier alles? Nix. Ist ja lustig. Ich kaufe von jemand anders irgendwas ab. Warum die nicht eigentlich gleich hier einkaufen gehen? Das verstehe ich aber die Logik jetzt gerade nicht. Ich kaufe von einem Shop, der gerade in dieser selben Stadt verkauft, was ab und verkaufe es dann selber. Ha. Komisch. Also da fände ich das besser, wenn man das bestellen könnte oder in so ein Lager geht, anhand eines PCs zum Beispiel das bestellt, ja, und man muss es dann per Karton irgendwo abholen. Das wäre sinnvoller. Aber so, ich meine, da können sie ja gleich alle zu dem gehen und das kaufen. Warum sollen sie erst zu mir einen Umweg machen? Weiß ich nicht. Okay, aber egal. So, wir gucken mal. Also, und Chili. Chili wollen sie haben. Chili, wo ist Chili? Nuts, Tea, Coffee. Shit, Cat Food. Okay, was sieht nach Chili aus? Das hier Chili? Nee, Paper Cups. Das Zucker. Okay, irgendwo Chili. Chili. Was ist das? Ach, hier fehlen sogar noch. Ist sogar noch nicht alles drin. Pickles. Kakao. Mal gucken, was das alles ist hier. Cheese Melt. Wo ist Chili? Chili. Peanut Butter. Das ist ja alles so ein bisschen trinken. Kekse. Muss also hier sein. Soße. Tomate, Gum. Ah ne, Chili kann natürlich auch beim Dings sein, ne? Beim Gemüsemarkt und sowas. Ja, ich denke, das ist beim Gemüsemarkt. Hier unten. Bei der Farm. Denke ich mir das mal. Clothing gibt es ja auch noch. Fashion. Electronics. Der Controller fehlt hier irgendwie. Spiele, Beleuchtung. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ist auch noch eine Ente drin, also
Ach, hier. Oh, das sieht man ganz schlecht. Gaming Store, Toy Shop, Decoration Shop. Ah, okay. Gut, also hier wäre so die ganzen Shop-Dinger. Ganze Einkaufsmeile hier, sozusagen. Okay, verstehe. Oder die, ich denke mal, die Farben und sowas, das ist mein eigenes Ding denn. Da kann ich bestimmt anbauen. Gut. Ja. Noch was. Gum. Gum haben wir bestimmt. Gum, Gum, Gum. Kaugummi. Muss ja irgendwo sein, Kaugummi. Und deswegen meinte ich, es würde schneller gehen, wenn es einfach in einer Liste wäre mit Namen. Das wäre einfach viel, viel sinnvoller. Dass ich hier drauf geht, kaufe oder sowas alles, ich weiß nicht. So, Gum. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist dieser blöde Gum? Toothbrace. Haaröl. Pickles. Batterien. Charcoal, Sugar, Flour. Ja, wo ist der Gum? Der Kaugummi. Das glaube ich. Wonach sieht es hier nach Kaugummi aus? Oder kann ich Kaugummi kaufen? Nö. Snacks Display. Closest Display. Expand Shop. Okay, scheint nicht so. Ja, da keine Ahnung. Chocolate Coffee. Vanille Ice Cream Leak. Cake C. Apple. Was wollen die alle haben, Alter? Pepper Chips. Pepper Chips gebe ich hier, glaube ich. Da, Pepper Chips. So. Kann ich sogar einmal kaufen. Mach mal hier die Hütte auf. Oh, geil. Ist dein Ernst? Kann ja nichts mitnehmen. Geil. Muss ich ja mal gucken, wo ich das hier reinmachen kann. Im Kofferraum anscheinend nicht. Da auch nicht. Alter, das ist dein Ernst? Na gut, dann machen wir das eben oben drauf. Zack. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Dass das oben nicht runterfällt. Aber scheint zu funktionieren. Okay, gut. Pepper Chips, ja. Coffee. Onion Chips können wir auch gleich kaufen. So, ganz viel hier kaufen. Potato Chips. Können wir gleich kaufen. Kommt bestimmt immer gut, sowas. Dann haben wir hier Brezel. Okay. Corn Snack. Das hohe Preis. Also, was hohe Preis ist, nimmt man nicht mit. Nuts. Oh, 44 Nuts. Okay. Tee. Coffee ist hoher Preis. Tuna Cans. Das Eggs. So teuer sind Eier. Krass. Catfood. Okay, Canned Beans. Tomatopaste. Canned Food. Ah, das hatte ich schon. Ach, scheiße, jetzt habe ich es zweimal gekauft. Egal. Tomatopaste. Dann haben wir hier Mayonnaise. Ripe-Ripes. Ist das Soße? Okay. Das war's. Jetzt müssen wir das natürlich alles wieder zu uns kriegen. So gut es geht. Und dann wird verkauft. Oh, einfach draufballern. Wird schon gut gehen. Wer braucht schon einen LKW?
wenn man so einen kleinen Golfverschnitt haben kann. Oder? Sieht nach einem Golf 1 aus. So. Ups. Aber ich sehe halt keinen hier Dings. Okay, Foot, Water, Bladder, Dirtiness. Also ich sollte schon alle 2 Tage sozusagen mich um meine Hygiene kümmern. Aber ich kann richtig gut stapeln. Ich kann jetzt ja bestimmt einen Turm hier hochbauen. Es würde nichts passieren. Aber okay, man muss es ja nicht übertreiben, ne? Gut. Alles drin, alles drin. Gut. Auf geht's nach Hause. Nicht nach Hause, zum Markt. Ich hoffe, es bleibt alles da oben, wo es hin muss. Ich glaube, wir fahren falsch rum. Das Auto quietscht mehr als es fährt. Alter, was ist mit dem Auto los? Handbremse hat geklemmt. Puff, alles runtergefallen. Oh. Oh, während der Fahrt Tablet öffnen. Oh, weia. Ist keine gute Idee. Alles noch drauf? Ist alles noch drauf. Super. Top. Okay. Ungefähr 20 Uhr ist zu Ende. Alles klar. Bin gespannt. So, wenn wir das alles noch auspacken, dann werden wir das sozusagen alles hier auspacken, ja, und dann verkaufen. Dann mal gucken. Also es sollte jetzt mindestens so 500 schon geben, wenn ich das alles verkauft habe. Dann gucken wir mal. So. Das sind die Chips, die Pepper Chips. Ja, muss jetzt nicht schick aussehen. Einfach nur funktionell sein, oder? So, das Brezeln sind das. Einfach Rind dreschen hier. Da, wo Platz ist. Das sieht sowieso alles nachher wieder unordentlich aus. Aber stapeln kann man nicht aufeinander. Schade. Das müsste Katzenfutter sein.
Oh, der Katze wird das schmecken. Kriege ich sogar fast alles in so ein kleines Regal rein hier, ey. Wahnsinn. So. Ganz viele Tüten, ja. Natürlich auch so cool wäre so ein Auto-Auffüllsystem, ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oha. So braucht aber viel Platz. Leider kann ich auch nicht stapeln. So, aber kriegen wir schon alles hin. Das passt alles. Voilà. Durchs Ding ist gerade geklitscht hier, das Regal. Was ist das? Ketchup? Soße. Ah, sieht aus wie Ketchup. So. Sagt er, wir kriegen alles auf so ein kleines Regal drauf. Wir machen uns einfach Platz. Stellt euch mal vor, das würde so im Supermarkt aussehen. Mensch. Oh, wieder so Riesendinger. Scheiße. Die kriege ich, glaube ich, nicht, oder? Irgendwie kriege ich die schon rein. Einfach ein bisschen quetschen hier. Na, komm schon. Ja. Aber man kriegt die auch nicht oben drauf, irgendwie so, ne? Kippt ihr überhaupt nicht irgendwo unter? Das Eier. Wenn ich das jetzt hier so schön in die Ecke rein donner, sollte das eigentlich passen. Na, hier ist noch so viel Platz. Da ist noch so viel Platz hier überall. Sag, oh, jetzt bin ich auch noch hungrig. Du noch gar nichts gemacht. Essen, Hunger, ich muss auf Toilette. Okay. Bin ja gleich fertig. Einfach hier dazwischen stellen, irgendwo. Da ist überall schon Platz. So, alles ins Regal gepackt. Gut, okay. So, wir fahren erstmal nach Hause. Zack. Wo ist denn hier was zu essen? Eine Bäckerei? Kann ich nur eine Bäckerei essen? Ich hoffe ja nicht. Weil ich sehe sonst hier nichts anderes. Bäm. Nee, also hier gibt es auch schon mal Brot, okay.
Also ich kann ja auch nur einkaufen komplett. Okay. Gibt doch anscheinend nur 5 Artikel hier. Mehr ist nicht. Oh, Pre-Stand. Okay. Kann man auch gleich hier kaufen. Cool. So, aber mehr gibt es ja auch anscheinend nicht. Brot. Okay. Aber das ist doch bestimmt für den Markt. Ja, das ist für den Markt. Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich zu Hause essen kann. Gibt ja hier auch keinen McDonald's oder sowas. Nix. Gar nix. Na gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir zu Hause einen Kühlschrank haben. Schau mal. Aber nee, ist nicht. Hier ist kein Kühlschrank. Scheiße, ich habe noch nicht mal ein Klo. Ja, wo soll ich denn pullern? Ey, das ist ja doof. Was denn jetzt? Wie, hä? Hä? Warte mal, how to play. Vielleicht steht da irgendwas drin. Okay. Auto Play, ja, das kenne ich, okay. Okay, soll der Produkt kaufen? So. Okay, Shop Rating, ja. Bankcard, Bills, das. App Store. News, Weges, Transport, Box only. Okay, also das ist nur für Boxes. Und für die Funitour brauche ich den LKW dann wahrscheinlich. Okay. Aber hier steht nichts über Essen. Wie kann ich essen? You can eat, drink products von mir, Schropp. Ach so. Clean by using the toilet. Clean yourself by using the bathtub. Ich habe noch nicht mal ein bathtub. Okay, also es heißt, ich muss wohl eigene Produkte essen. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Okay. Dauert aber lang mit dem Schlafen. Okay, man muss sagen, ich habe hier alles auf Ultra-Grafik und dafür läuft es eigentlich echt flüssig. Auch dafür, dass es so eine große Welt ist, sage ich jetzt mal, läuft es echt flüssig. Gefällt mir. Ich fühle mich sehr sicher, dass ich hier neben der Polizei lebe. Okay. Aber ich habe gar keine, nichts zu trinken oder sowas. Oder? Jetzt muss ich mal gucken. Der ist auch wieder da. Gum? Ach, das ist Gum. Enjoy Gum. Nuts, Nüsse. Ich brauche was zu trinken. Okay. So, ich esse das mal. Wie kann ich das denn essen? Weiß nicht. Ich denke, ich soll's. Hä? Ah, es muss das hinstellen. Okay, eat mit E. Ach, ich kann auch nicht mal alles essen. Okay. Eat. Ich kann auch nicht mal alles essen. So. Food. Chips. Sehr ungesund. Okay. Aber jetzt brauche ich noch Water. Und ich muss trinken mal auf Toilette. Das ist ja lustig. Das ist richtig lustig. Okay.
Muss ich halt bloß noch Trinken kaufen und dann kann ich das auch so trinken wahrscheinlich. Okay. Macht auch Sinn. Finde ich gut. Macht auch Sinn. Ne? Okay, wunderbar. So, das war die erste Folge von Trading Simulator 2. Ja, Trading Shop Simulator, so. Ja, erster Eindruck, wie gesagt, läuft flüssig, läuft gut, auch auf Ultra. Es sieht auch eigentlich einigermaßen gut aus, also dass hier wieder Zwillinge sind, aber ja, es ist halt so ersetzt, ne? Ich meine, warum nicht, ja? Wenn das Gameplay gut ist, warum nicht? Warum soll man noch 1000 neue Dinge erfinden, wenn es immer dasselbe eher eigentlich immer ist? Ja, aber wie gesagt, es läuft gut, es läuft flüssig. Das schöne neue Ideen auf jeden Fall dahinter, dass man ein Haus kaufen kann, dass man selber essen und trinken muss und auch seine eigenen Sachen, ne, essen und trinken kann. Dass man die Arbeiter verbessern kann und so weiter. Das ist immer cool, das ist immer so ein gewisser Wiederspielwert. Und ja, wie gesagt, hat das gefallen? Lass mal einen Daumen da. Ich würde mich auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.